Hallo, mein Name ist Oskar Salomon und in diesem Video geht es um das Schmerzgedächtnis und wie man in der Praxis das Schmerzgedächtnis löschen kann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf unserem YouTube-Kanal. In diesem kurzen Video geht es um das Schmerzgedächtnis und meine Erfahrung mit chronischen Schmerzen bei Patienten und wie man chronische Schmerzen auflösen oder sogar löschen kann. Nun, in der schulmedizinischen Theorie gibt es das Konzept des sogenannten Schmerzgedächtnisses. Dabei wird also vermutet, dass chronischer Schmerz, wenn der einmal aufgetaucht ist und über mehrere Wochen und Monate im Körper geblieben ist, dann über nervliche Zirkelschlüsse, sowas wie Kreisbahnen im Gehirn, aktiv bleibt, auch wenn der Schmerz und die Ursache des Schmerzes verschwinden, sodass der Körper eine Art Schmerzgedächtnis ausgebildet hat und sich der Schmerz dann chronifiziert, das heißt langfristig wirkt, obwohl die Ursache verschwunden ist. Und dieses Schmerzgedächtnis, das gilt als erwiesen. Da gibt es wahrscheinlich sogar Tierversuchsdaten zum chronischen Schmerzgedächtnis. Jedenfalls ist das so ein Schlagwort, den man oft bei Schmerztherapeuten, Orthopäden, Neurologen oder im Krankenhaus eben oft hört, sowas wie, Sie haben chronische Schmerzen, ja, Sie haben ja auch ein Schmerzgedächtnis, das müssen wir jetzt löschen. Und aus meiner Praxis würde ich sagen, genau, dann gibt man schwere Schmerzmedikamente, um das Schmerzgedächtnis zu löschen. Und aus meiner Praxiserfahrung würde ich etwas anderes sagen. Ich würde sagen, dass es so zur Hälfte stimmt das und zur Hälfte stimmt das nicht. Ich stimme zu bei einem Punkt. Wenn wir akute Schmerzen haben, beispielsweise wir haben uns ein Bein gebrochen, kommen ins Krankenhaus, haben dort Operationen, dann müssen wir unbedingt starke Schmerzmittel bekommen, damit dort nicht eine starke Schmerzempfindung passiert. Erstens leiden wir dann, der Blutdruck steigt, Stresshormone sind im Körper und verhindern die Heilung auch ein Stück weit, die Heilung wird verzögert. Und ja, ein extremer oder unangenehmer Schmerz kann dann zu weiteren Störungen führen. Beispielsweise, wir treten nicht so auf, wie wir auftreten sollten. Wir können die Physiotherapie nicht so machen, wie sie machen sollten. Wenn wir am Bauch oder der Lunge operiert wurden, können wir nicht so atmen. Das kann dann zu Atemstörungen und so weiter führen. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, damit so etwas gar nicht erst passiert, brauchen wir eine sogenannte suffiziente Schmerztherapie, das heißt eine ausreichende, starke Schmerztherapie. Da gibt es so ein Schlagwort, was ich im Medizinstudium auch gelernt habe. Das Schlagwort lautet, gebt das Morphin frei. Ja, also freie Morphingabe im Akutfall, bloß nicht zurückhalten, sondern starke Schmerzmittel verschreiben. Okay, da gehe ich sogar mit. Ja, finde ich völlig angemessen. Aber wenn wir dann chronische Schmerzen haben, dann gibt es immer noch dieses Märchen vom Schmerzgedächtnis. Warum sage ich Märchen? Weil ich so viele Patienten hatte, denen wurde das gesagt. Und die sind nach wenigen Behandlungen hier völlig schmerzfrei geworden. Teilweise schon nach einer Behandlung. Ein Kanal, ein Video davon gibt es auch hier auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne gucken. 15 Jahre Rückenschmerzen. Habe ich eine Patientin interviewt, die hatte sogar eine anerkannte Berufskrankheit ihrer Rückenschmerzen. Da sagen die Ärzte, ja, Schmerzgedächtnis, Schmerzgedächtnis, Schmerzgedächtnis. Nach einer Stunde nichts mehr. Und so stark kann das Schmerzgedächtnis also nicht sein, wenn eine Stunde Behandlung bei mir also in der Lage ist, das aufzulösen und zu löschen, dann kann das nicht so stimmen, wie mir das im Studium beigebracht wurde. Und das ist also die zweite Sache. Wie kann man das jetzt löschen? Das ist so, dass es das Schmerzgedächtnis aus meiner praktischen Erfahrung, es mag es wissenschaftlich geben, aber aus meiner praktischen Erfahrung so nicht gibt. Sobald der Körper die Ursachen verliert, die zum Schmerz führen, hat er keine Schmerzen mehr. Und es gibt so in dieser Form das Schmerzgedächtnis nicht. Das ist meine Praktikermeinung. Das ist keine wissenschaftliche Meinung, sondern für mich aus meiner Praxis, weil ich das so oft gesehen habe. Was sind denn die Ursachen für chronische Schmerzen? Das sind Verspannung, Druck auf Nerven, Züge an Muskeln, Sehnenansätzen, an Knochen. Letztendlich Variation von psychischem und körperlichem Stress und Anspannung. Sind diese gelöst, löscht man das sogenannte Schmerzgedächtnis und die Schmerzen verschwinden. Und so löscht man sie dann auch. Wie löscht man das Schmerzgedächtnis? Indem man die Ursache behebt. Dann löscht es sich quasi von selbst, weil das Schmerzgedächtnis, der Körper hat nichts davon, ein Schmerzgedächtnis auszubilden, sondern er geht mit Anspannung um, die er nicht alleine lösen kann. Und wenn also auch du chronische Schmerzen hast und dein Schmerzgedächtnis und deine chronischen Schmerzen behandeln oder sogar löschen und verringern möchtest, dann komm gerne zu uns in die Praxis. Wir haben da viel, viel Erfahrung mit und buch gerne dein kostenloses telefonisches Erstgespräch bei Autoimmunerkrankungen oder buch gleich einen Vororttermin, wenn du an Schmerzerkrankungen leidest
Und dann kann ich schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Oskar Salomon.